Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, liebe Besucherin, Herr Ten Humberg, Ihr Vortrag hat mich an eine Situation erinnert, die wir vor ungefähr 3 Wochen in Dortmund hatten. Dort gab es eine Diskussion anlässlich des Kita-Leitungskongresses. Und es waren viele, mehrere hundert Kita-Leiterinnen und Leiter im Saal. Und dort haben Sie ähnlich vorgetragen. Und Herr Ten Humberg, Sie erinnern sich gut, was Sie geerntet haben. Sie haben höhnisches Gelächter bei den Kita-Leitungen geerntet. Wir wissen natürlich, dass Sie sich in einer schwierigen Situation befinden. Ja? Sie tragen die Verantwortung für das grundlegende Gesetz. Und gleichzeitig bemühen Sie sich jetzt krampfhaft, uns irgendwie am Zeug zu flicken bei unseren notwendigen Reformschritten. Und da herauskommt eine völlig übertriebene, aufgeplusterte Fundamentalkritik, die wir eben gehört haben. Das ist einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist keine seriöse Oppositionsarbeit, meine Damen und Herren. Nicht ernst zu nehmen sind auch Ihre Anträge, die Sie hier vorgelegt haben. Wir waren ja alle gespannt. Ich kann mich erinnern, bei der Einbringung habe ich meine Rede und auch andere Kolleginnen, Britta Altenkamp, Herr Jörg, beendet mit der Spannung darauf, wenn Sie denn so kritisch das sehen, was wir hier an Reformschritten unternehmen, wie denn diese Kritik dann in Veränderungsanträge einmündet. Und was finden wir vor? Was mussten wir im Ausschuss entgegennehmen? Diese Anträge haben den Charakter von Wünsch-dir-was-Politik. Wir wollen die Kitas schöner und besser haben. Sie haben keine konkrete Maßnahme vorgeschlagen, geschweige denn, dass Sie in irgendeiner Form beziffert haben, wie Sie denn, was Sie alles schöner und besser machen wollen, denn auch bezahlen wollen. Das ist nicht nur unseriöse Oppositionspolitik, das ist zutiefst unseriöse Haushaltspolitik, meine Damen und Herren. Sie haben weder eine Kostenkalkulation für das, was Sie blumig beschreiben, noch haben Sie Deckungsvorschläge. Aber, und dann kommen dann die Haushaltsdiskussionen, die Sie hier führen, unter den Finanzpolitikern, wo nämlich klar die Intention der CDU-Fraktion deutlich wird. Die Intention ist nicht, mehr Geld in die Kitas zu geben. Die Intention ist, den Haushalt auch noch bei der Bildung zu begrenzen und auch noch bei der Bildung zu sparen. Da muss man sich Ihre Haushaltsanträge nur mal durchlesen. Den von 2011, das ist der klarste. Da wollten Sie 250 Millionen Euro von dem wegstreichen, was wir als rot-grüne Koalition an Verbesserungen in den Kitas eingeführt haben. Das ist die Realität und die konkrete Politik der CDU-Fraktion. Meine Damen und Herren, wir gehen anders vor mit Rot-Grün. Heute mit diesem Gesetzentwurf legen wir die zweite Stufe, die zweite Revisionsstufe des Kindergartengesetzes in Nordrhein-Westfalen vor und bringen sie auf den Weg. Ich kann auch noch mal das wiederholen, was Kollege Jörg eben gesagt hat. Wir haben das in einem sehr breiten Beteiligungsprozess getan. Wir haben sowohl Rot als auch Grün unzählige Gespräche geführt mit Erzieherinnen, mit allen Akteuren, die in diesem Feld beteiligt sind. Und wir haben gut zugehört. Und wir haben übrigens auch bei der Sachverständigenanhörung sehr gut zugehört. Und eines ist klar, eines ist einhellige Rückmeldung, die wir bekommen haben, sowohl in unseren Gesprächen als auch von den Sachverständigen. Rot-Grün ist mit dieser Gesetzesreform auf dem richtigen Weg. Die vorgenommenen Veränderungen sind notwendig und sind richtig. Das ist die einhellige Rückmeldung. Das können Sie nachlesen bei den Sachverständigen. Es wurde von allen so formuliert. Ich will es noch mal kurz nennen. Die vielen, vielen Verbesserungspunkte kann man hier gar nicht im Einzelnen aufführen. Dazu reicht meine Zeit leider nicht. Aber die Verfügungspauschale, für die wir 55 Millionen Euro mehr in die Hand nehmen, kann auch eingesetzt werden für Hauswirtschaftskräfte. Und das ist uns nach der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse Bertelsmann am Montag besonders wichtig, dass ein gesundes, frisch gekochtes Mittagessen in den Einrichtungen vorgehalten werden und angeboten werden kann. Auch dazu sind diese 55 Millionen Euro jetzt zu benutzen. Und das ist eine Qualitätsverbesserung, die ganz direkt den Kindern zugutekommt. Bildungsgerechtigkeit. Die Plus-Kita, wir schaffen mehr Gerechtigkeit, gerade für die benachteiligten Kinder, mehr Fördermöglichkeiten. Und wir wissen, dass wir da einen Schritt gehen, um Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen abzubauen.
Sprachförderung, der Punkt, und das weiß auch Herr Ten Humberg, da wird überall gejubelt, dass wir endlich diesen Schritt gehen, dieses unsinnige Verfahren Delphin 4 abzuschaffen, wo die Stressresistenz der Kinder oder die Tagesform der Kinder getestet wird, aber wir keine validen Aussagen über den Sprachstand der Kinder haben. Das machen wir jetzt im Alltag. Wir geben es in die Hände der Erzieherin, da wo es hingehört. Alle Sachverständigen haben das ausdrücklich begrüßt. Wir haben diese gute Gesetzesvorlage nochmal oder die Anhörung nochmal genutzt, um uns weitere Anregungen geben zu lassen. Und wir haben einige Punkte nochmal in unserem Veränderungsantrag aufgenommen. Das ist die Stärkung der Waldkindergärten. Das ist vor allen Dingen auch die Inklusion in der Kindertagespflege, das kam überhaupt nicht vor, das kam im Kiebitz, hat das ja überhaupt keinen Niederschlag gefunden. Das werden wir jetzt angehen mit dem 3,5-fachen Satz und wir werden die Elternmitwirkung nochmal stärken. Alles das sind Punkte, wo wir gesagt haben, wir lernen, wir nehmen das auf, was uns die Sachverständigen mitgegeben haben. Es sind noch einige mehr, wie zum Beispiel, und da müssen wir eigentlich ein bisschen Applaus von den Piraten, Herr Wegener, bekommen. Sie haben ja in der ersten Debatte bei der Einbringung angeregt, dass wir die Kinderrechte explizit aufnehmen, sie nicht nur beschreiben. Auch das haben wir getan. Und das ist uns besonders wichtig, weil wir darauf stolz sind. Wir sind stolz darauf, dass wir in Nordrhein-Westfalen die Kinderrechte in der Verfassung, in der Landesverfassung verankert haben. Wir würden uns wünschen, dass das im Bund, im Grundgesetz auch so nachvollzogen wird. Aber leider scheitert das auch wieder einmal an der CDU-Fraktion. Meine Damen und Herren, es ist ein gutes Gesetz, was wir hier auf den Weg bringen. Wir wissen, es ist ein weiterer Schritt. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angekommen. Wir brauchen aber, um weitere Schritte gehen zu müssen, auch das ist allen klar hier, die sich seriös an dieser Debatte beteiligen. Wir brauchen dafür die Unterstützung vor allen Dingen des Bundes und auch der Kommunen, damit wir weiter gemeinsam daran arbeiten können, dass die frühkindliche Bildung tatsächlich den Stellenwert bekommt, den sie in unserer Gesellschaft auch verdient und vor allen Dingen im Interesse unserer Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank.